Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Wir machen weiter in der Kanone. Nein, das sieht mir da ein bisschen zu schwer aus. Wir holen erstmal ein Power-Up. Beziehungsweise holen wir uns ein Tanuki für die Kanone, denn ich denke mal, diese Kanone wird dann schwerer sein als die in Pilz, in die in der Pilzwelt. Und die war schon schwer genug. Genauso wie die in Welt 3. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen Tanuki bekommen. Aber ich denke mal, ja, der Tod ist so nett. Gut, wir mal die zuerst. Und dann das hier. Ja, was ich hier zu sagen habe, ist nicht viel. Erstmal das und dann hier weiter. Zur Kanone. So. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Ein Kanonenlevel natürlich. Aber wie wird es aussehen? 3, 2, 1. Badaboom. So. Mit Tanuki ist es ja sehr einfach. Also mit dem normalen würden wir, müsste man... Ach du Schei... Fuck. Oh mein Gott. Es ist dann doch schwerer, als ich gedacht habe. So, man müsste ja jetzt eigentlich auf die Bob ums landen und dann richtig machen. Und das muss ich ja jetzt auch tun, denn ich habe keine Tanuki mehr. Toll. So, mal sehen. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Hier. Gut. Okay. Das raubt einem die Luft hier. Arschloch, ey. Maledeiter Drecksack. Ich bring dich um. Lieber Bob. Okay, ich denke mal, wir halten uns in diesem Part sehr lange mit dieser Kanone auf. Aber warum auch nicht? Immerhin seht ihr mich beim Failen zusehen. Immerhin. Weiß nicht. Das war gerade kein deutscher Satz, aber. Egal. Komm. Ich muss perfekt auf den Bob ums landen. Oh, fuck. So knapp. Aber hier wirklich, die Kanonenlevel sind hier wirklich schwer. Also, da kannst du ja nicht einschätzen. Da musst du einfach nur A drücken im perfekten Moment. Und erstmal hier in die wieder reingehen. Ich sitze hier gerade irgendwie völlig angespannt hier. Also mit dem linken Arm irgendwo am Bein rumhangen und mit dem rechten den A-Knopf drücken. Aber okay. Boom, boom, boom. Scheiß Bob-Bomb. Fuck you. Fuck you, das schafft man nicht. Das schafft man wohl. Aber nur wie. Aber wenn ich jetzt bei diesem Bob-Bomb zu wenig springen würde, dann würde es ja auch nicht reichen. Muss genau, perfekt in der Mitte. Ein bisschen Staub. Boom! Schlägt. Okay, mal sehen, was uns nach der Stelle noch erwarten wird. Ich hoffe, nichts mehr. Wobei, ich kann ja auf der unten Karte gucken, wie lang es dann noch ist. Was ich aber nicht mache, ich muss mich hier konzentrieren. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich die letzte Sequenz hier. Nein, du Drecksack! Wärst du doch noch ein bisschen weiter höher gesprungen. Oh Gott, dieses Level ist wirklich zum Verzweifeln hier. Ich kenne es zwar nicht, tue aber schon, als würde ich hier an 5 Jahren schon dranhängen. Wobei kenne ich es erst seit 3 Minuten. Beziehungsweise 4, okay. Machen wir es nochmal. Okay, sieht gut aus. Verdammter Scheiß-Pop-Om. Ich spring nicht um. Wobei, ich kann ja nicht. Es ist ja ein Kanonenlevel. Aber ich hasse euch. So. Dieser Part wird irgendwie jetzt nicht gerade sehr nice. Aber okay. Versuchen wir es nochmal. Mit Tanuki ist es ja natürlich einfach, aber du musst doch auch irgendwie aufpassen. Bei den Sparklies, dass du da nicht da gegen rammst. Aber jetzt. Jawohl! Du bist der Beste! Jawohl. Gut, dann wäre auch der Übergang von Welt. Okay.
Welt 6. Nicht Welt 5. Okay, dann habe ich euch schon mal Welt 6 im Voraus gezeigt, wie sie aussieht. Aber ja, das wollte ich eigentlich noch nicht machen, aber andererseits sieht sie doch schon ein bisschen epic aus, diese Welt. Die Welt 6, die Lava-Welt. Die wir aber erst in 10 Parts sehen, so, oder? Wir müssen erst noch Blumenwelt beenden und auch noch die Wolkenwelt, also Welt 5 beenden. Und machen wir weiter in Welt Blume, Geisterhaus. Was uns hier erwarten wird, seht ihr jetzt. Ich nehme mal die Feuerblume. Dann nehme ich halt den Tanuki und die Feuerblume in Reserve. Ah, so ein Münzhead, den ich jetzt mehrfach, glaube ich, versaut habe. Ja. 5 Münzen sind ja einfach zu wenig. Ich möchte gerne dort oben hin. Danke. Okay, der verschwindet mal wieder. Mysteriöse Weise. Haha, wo geht's jetzt lang? Rechts oder links? Rechts natürlich. Um an die Starcoin zu kommen. Dann natürlich auch möchte ich noch weiter nach oben kommen. Danke. Und das sind jetzt hier grüne Gumbas. So grün-blaue Gumbas. What the heck? Ah, vielleicht, wenn... LOL! Was ist das für eine geile Idee? Und das ist ein Secret? LOL! Und da geht's auch nochmal weiter? Okay, für Münzen. Aber ansonsten... Epic! Finde ich nice! Dass man durch einen Stern irgendwie das alles wegmachen kann? Finde ich nett. Schlecht. Okay. Dann sage ich mal, dass das hier ein Secret Exit sein wird. Das kann auch kein normaler Ausgang schon sein, denn ich habe erst 2 Starcoins. Und ja, es ist ein Secret Exit und den normalen Ausgang seht ihr dann auch gleich. Aber wo... Also zuerst mal, wo führt uns der Secret Exit hin? Direkt zur Burg oder dann doch lieber noch ein Level davor? Ja, doch noch ein Level davor. Okay, das machen wir aber erst im nächsten Part. Aber wir haben noch 6 Minuten Aufnahmezeit und 9 Minuten Akku-Laufzeit. Okay, aber trotzdem. Jetzt sollten wir uns ein bisschen beeilen. Egal, nicht so richtig. Also, dass wir den Münzset jetzt verloren haben. Wir haben ja genug Münzen. Okay, dann nehmen wir wieder den Stern und können wir uns direkt fallen lassen. Gumba! Hey! Hey! So wollte ich sagen. Ach, und da geht's dann lang, okay. Ein Unterwassergeisterha. Bohemoth! Diesmal habe ich mich nicht so sehr erschreckt. Christian wird es wahrscheinlich tun. Du scheiß Bohemoth. Okay, ich habe mich nicht so sehr erschreckt wie der aus Welt 2. Aber ich mag ihn trotzdem nicht. Was soll das hier werden, Leute? Schau dem Buhu in die Augen. Er verfolgt uns zwar trotzdem geweckt. Wir werden sowieso gleich gekillt, wenn ich ihn berühre. Ihr wisst ja, Welt 2. Okay. Dann war das eigentlich gar nicht so mal brutal hier. Also ich fand es eigentlich ganz chillig. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part noch nicht. Ich will noch unbedingt ein Level machen, aber wir haben nur noch 4 Minuten Aufnahmezeit. Aber Buhemov, du bist wirklich ein Trottel. Okay. Sollen wir mit dem Secret Exit weitermachen oder sollen wir da noch lieber das normale Level machen? Ich mache das normale Level, Welt Blume 2. Okay. So, 4 Minuten Aufnahmezeit. Ach du großer Gott. Wahrscheinlich eine Rankenpflanze. Nee, okay. Gut, dann lassen wir mal Münzhead sein. Und dann chillen wir hier mal durch, wollte ich gerade sagen. Aber nein, das geht jetzt leider nicht mehr. Da wir unsere ganzen Power-Ups verloren haben. Scheißviech! Ja, wenn man so alles auf die Schnelle macht, dann kann schon einmal der Atem wegbleiben. Und auch die Luft. XD. Dann
auf ein erneutes, wenn ich es schaffen würde, irgendwie noch an die Pflanze ranzukommen. An die Liane eigentlich. Klaro. Hä? Ich hatte 4 Minuten Zeit für dieses Level. Jetzt habe ich nur noch 3. Aber, ist mir eigentlich egal. Aber ich schaffe dieses Level noch in diesem Part. Nimm dir erstmal den in Reserve, damit bist du sicherer. Wobei, wenn wir in die ins Giftwasser dort unten reinfliegen, dann haben wir irgendwie auch gelernt. Okay, Mittelfahrer, schon so früh, ja, danke. Zum Glück kein Throne-Level, ansonsten hätten wir gelitten und hätten diesen Part hier nicht mehr machen. Dieses Level, diesen Part nicht mehr machen können. Was jetzt? Ich gehe mal weiter. Anscheinend wartet dort unten ein Sigurd auf uns. Nur was wird es sein? Jetzt habe ich ein bisschen gelitten. Gut. Entweder unten oder oben. Unten wartet die Starcoin bestimmt. Ja. Oh, ich hätte schon gedacht, da kommt keine Liane mehr, aber das wäre dann ein bisschen zu fail. Jupp, danke. Danke, vielen lieben Dank. P-Schalter. B-Schalter. Na klar. Sollten wir aufpassen, hier nicht zu verrecken. Und was passiert hier? Wahrscheinlich nur für Münzen. Egal, nicht so wichtig. Die Münzen sammeln wir irgendwann offscreen. Da wir ja das alles sowieso bis zu 1 Million offscreen machen. Also wir beenden das Abenteuer. Und ich zeige euch jedes Level. Und es wäre zu mies, wenn ich jetzt noch verrecken würde an diesem Spinnen. Aber nein. Gut, dann hätten wir dieses Level geschafft. Lol, geil. Okay. Dann würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit 2 Weltblume 2b. Also B, Weltblume 3. Und dem Schloss wahrscheinlich auch. Gut, dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Level wieder. Und dann sage ich mal, tschö, bis dann. Habt Spaß mit diesem Part. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bei dem Sternmünzen und Secret Exit suchen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Tschüss.